Um Videos geht es auch jetzt. Das mit versteckter Kamera aufgenommene Video ist inzwischen ein Hit auf YouTube. Heute wurde es am Tag 2 im brisanten Bestechungsprozess gegen Ex-Innenminister Ernst Strasser bis ins letzte Detail seziert. Und die zweifelhaften Englischkenntnisse sind nicht wirklich das größte Problem Strassers. Und dann tischt die Anklage auch noch ziemlich heikle E-Mails auf, die laut der Staatsanwaltschaft die Verteidigungslinie Strassers, er war nur Geheimagenten auf der Spur, komplett zerbröseln lässt, was die Verteidigung naturgemäß ganz anders sieht. Täter oder Opfer, die fabelhafte Welt des Ernst Strasser. Ernst Strasser war einmal einer der mächtigsten ÖVP-Politiker des Landes. Als Innenminister hatte die Polizei von Grund auf umstrukturiert. Damals wurde auch der Leiter des Wiener Sicherheitsbüros abgesetzt. Max Edelbacher lässt sich deshalb heute den Prozess gegen Strasser nicht entgehen, auch um ihm sein neuestes Buch über Korruption zu schenken, wie er sagt. Auf der einen Seite habe ich unter ihm sehr gelitten. Ich habe ihn auch nicht als wirklich hervorragende, tolle Persönlichkeit empfunden. Aber das ist natürlich mein subjektiver Eindruck. Insofern ist es schon eine kleine Genugtuung und insofern wird auch der Rache gehuldigt. Ansonsten werden heute nach anfänglichen technischen Problemen die gesamten Videos ungeschnitten gezeigt. Dabei zu sehen die britischen Journalisten mit Ernst Strasser. Für Strassers Anwalt sind diese Videos genauso wie E-Mails entlastend. Hat er Einfluss auf etwas genommen, ja oder nein? Und wenn man diese E-Mails durchliest, ist überhaupt nirgends ein Einfluss. Er hat nie gesagt, Kinder, bringt's das ein, macht's das, tut's das. Strasser bleibt auch heute dabei. Er habe die Journalisten für Geheimagenten gehalten. Auch der Anwalt von Karl-Heinz Grasser staunt, wie auch andere Prozessbeobachter, über diese Verteidigungsstrategie. Das ist rein Sache des Kollegen, der mit seinem Mandanten die Verteidigungsstrategie sicher sorgfältig erarbeitet hat. Es wird einen Grund geben, der sich im Laufe des Verfahrens sicherlich noch offenbaren wird. Man sieht auch das schlechte Englisch, aber das nur so nebenbei. Wie er hier an die Sache rangeht und auch seine Verteidigungsposition, die er gestern eingenommen hat, ist ja hochgradig unglaubwürdig, auch wenn man vorn anschaut. Also die Menschen glauben es ihm auch nicht. Entscheidend ist aber nur, was das Gericht glaubt. Ein Urteil wird es erst im Jänner geben.